Willkommen zurück zu Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Wir haben Lothlórien erfolgreich absolviert in der letzten Folge. Einige Dörfer wurden von den tapferen Rohirrim gerettet, doch noch ist die Gefahr nicht gebannt. Alles klar, das heißt, wir kämpfen wieder hier so ein bisschen in Rohan weiter. Ich würde sagen, wir machen die Westfold. Die Westfold ist für die Menschen von großer strategischer Bedeutung. Sie darf unter keinen Umständen fallen. Der Krieg ist nah. Jeder fähige So. Mann sollte zur Verteidigung Rohans bereitstehen. Dies ist unsere Stunde. Haltet eure Bögen bereit. Ihr alle setzt euer Leben aufs Nur Spiel, leicht wenn ihr mir bedrängen bereitet. Uns zurück. Doch eines Tages wird Rohan es euch danken. Schnell jetzt! So. Nachdem jetzt jeder hier mal fertig ist mit Labern, fange ich an zu labern. Es ist mittlerweile schon die zweite Aufnahme. Oder der zweite Aufnahmeversuch. Beim ersten ist irgendwas gecrashed. Ich weiß noch nicht genau, was es war. Aber ja gut, ich hoffe einfach mal, dass es jetzt nicht nochmal passiert. Das wäre sehr Wir haben ärgerlich. ein neues Wir haben ein Gehöft. neues Gehöft. Die Ziele, gucken wir uns mal kurz die Ziele an. Alle Lager des Bösen zerstören, das ist eigentlich der Standard. Ja, 6 Gehöfte bauen als Bonusziel und mit ihr mehr ein Level Der aufsteigen, das Schießstand bekommen ist wir bereit. auch hin. So. Reiter der Macht. Wir gucken uns gleich mal ein bisschen um hier, was es so Feines gibt. Beeilen wir uns. Folgt mir. Das klingt nicht gut. Vorwärts. Das ist Verteidigt dieses was Land. Tun. Seid bereit! Der Feind kommt! Da kommt, Alter. Beeilen wir uns! Los! Schlagt rasch zu! Vernichtet sie! Vernichtet sie! Sehr schön, das das erste Bonusziel ist erfüllt. Wir werden angegriffen! Wir reiten! So, wenn die schon so aggressiv sind, baue ich lieber erstmal kurz ein paar Türmchen. So, versuchen wir es nochmal. Leiten wir nochmal schnell los. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob irgendwo Bugs oder sowas sind. Folgt mir. Wo wir ein bisschen Gold abstauben können. Verteidigt dieses Land! Vorwärts! Wir kommen zerstört die Sägewerke! Sie haben Attacke! Das Gebiet bereits besetzt! Aus dem Sägewerk hier sind Vorpa. Ne, was ist das? Achso, das ist irgendwas. Okay. Beeilen wir uns! So, schon mal ein Stückchen hier. Hier ist es was. Verteidigt dieses Land! Ist hier was? Sind das Schwarze auf der Map? Folgt mir! So, das ist Verteidigt nur. Dieses Ja, Land. schade. Oh, hier sind Vorposten. Verteidigt dieses Land! Ist ja gut, Mensch. Wir reiten! Wir reiten! Ja! Keine Orks oder ähnliches. Schade, schade, schade. Na gut. Wir. Was läuft hier schon wieder rum? Folgt mir! Von wo kommen die denn her? Wir uns. Der Feind ist nah! Ah, was? Sie haben angegriffen! Wir müssen unser Land verteidigen! Schaut die kämpfen hier unten, ist hier unten ein Vorpost oder sowas? Fordert dieses Land zurück! Ach nee, ein Sägewerk. Oder haben drei überlebt, egal. So, komm schon mal ein bisschen. Leute heilen! Abscheuliche Kreaturen! So. Also, jetzt machen wir hier mal kurz weiter. Hier kommt noch einer her und hier kommt noch. Ne? Das war zu früh. Kommt noch einer her. Dann brauchen wir auf alle Fälle einen Brunnen. Rohan darf nicht Den können wir uns gleich leisten. Ich will hier aber erstmal kurz ein Gehöft bauen. Zack. So. Weil Rohstoffe sind am Anfang eh immer viel zu wenig. Beeilen wir uns. Ja. Ja. Vorwärts. Und da marschiert schon wieder was auf uns zu. Was ist denn bloß los hier? Sehr aggressiv, der Gegner. Wir haben ein neues Gehör. Vernichtet sie! Sie haben angegriffen! So, der Brunnen wird dann hier stehen. Männer, Rohan! Lasst sie alle! Rettet sie nieder! Haltet eure Stellungen! Ach, hier stehen noch ganz viel. Vorwärts.
Haben die schon, die haben ja schon verbesserte Rüstungen und alles. Alter Schwede. Mal drüber reiten. Deswegen halten die so viel aus hier. Ich bin schon gewundert. Ja, das... Ach ne, stehen beide Bataillons Bogenschützen noch da. Sehr schön. Gut. Ich dachte schon. Wir alle müssen kämpfen. Das wäre das Beste. Seid bereit, Bogenschützen. Oh, das mal so. Die kommen ein Stückchen nach hinten, weil die können eh weiter schießen. So. Türme haben wir alle gebaut. Was brauchen wir noch? Stallungen und die Rüstkammer. Rohan darf nicht untergehen. Ich würde sagen, wir sparen jetzt erstmal auf die Rüstkammer. Dann haben wir nämlich auch verstärkte Rüstungen und Co. Es ist aber echt schade, dass hier nirgendwo Orks oder sowas sind. Muss ich wirklich sagen, bin ich fast ein bisschen enttäuscht. Verteidigt dieses Land! Folgt mir! Wir reiten! Los! Noch ein Vorposten. Los! Vorwärts! Die interessieren mich aber eigentlich nicht so. Ich suche Orks? Ja! Irgendwelche Orklager, sonst was. Oh, hier können wir noch ein Gehöft bauen. Zack. So. Ja, hier ist aber komplett nichts. Reiten wir mal noch mal ein Stückchen in die Richtung. Wahrscheinlich landen wir dann eh schon gleich irgendwo beim Gegner. Vorwärts! Folgt mir! Los. Wir haben ein neues Gehöft. Beeilen wir uns! Das ist sehr trist, die Map irgendwie. Sehr, sehr. Ja. Unsere Feinde haben das Land besetzt. Gut, hier haben wir uns sehr gewehrt. Achso. Zieht euch zurück! Jetzt reiten wir mal ein Stückchen runter, weil ich schätze mal Orks. Ich meine, wir haben jetzt schon weit über die Hälfte der Map abgesucht. Die nehmen wir mal gleich mit. Unsere Truppen werden angegriffen! Und da ist auch schon das Lager vom Bösen. Da wollen wir erstmal noch nicht hin. Da wollen wir erst noch ein paar Rohirrim. Und die am besten auch aufgerüstet. Was kostet denn die Rüstkammer? Ey, was ist denn hier los? Unser Land versinkt im Schatten. Na gut, reißen wir den mal schnell mit ab. Attacke! Da rennen uns noch Uruks hinterher. Vernichtet sie! Sie greifen an! Jetzt werden wir wahrscheinlich eh nicht lang halten können. Ja, besser als gar nichts. So, auf zum Vorposten, den will ich nämlich auch mir holen und mit Gehöften vollpacken. Rüstkammer, endlich können wir sie bauen. Hier will ich dann Vorposten, wie gesagt, hinsetzen. Wir haben ein neues Gehöft. Die Gehöfte baue ich jetzt hauptsächlich auch nur für das Bonusziel, weil das reicht nämlich, wenn wir die einmalig gebaut hatten, wenn da mal wieder eins abgerissen wird. Ja, passiert. Ist dann aber nicht weiter schlimm und beeinträchtigt den Erfolg nicht. Oder das ist die Aufgabe. Sehr, sehr viele Vorposten gibt es hier. Oh, was ist da hinten? Achso. Das sah halt schon ein bisschen größer aus. Und ein bisschen ekelhafter. So, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt dann schon gleich was bauen können. Ich fürchte, nein, weil das kostet auch immer alles ziemlich viel. Ja, geschmiedete Klingen immerhin schon mal. Ist doch was. Macht euch kampfbereit! So, hier hätte ich gerne nochmal ein Gehöft. Dann schauen wir mal hier hoch. Ob hier oben noch irgendwas ist. Beeilen wir uns! Ja! Los! Außer ein paar Bäumchen, nicht viel. Folgt mir! Vorwärts! Beeilen wir uns! Ja, ist ja gut. Ja! Vorwärts! Das wäre, achso, da ist schon wieder das Lager vom Bösen. Ja, viel passiert hier. Die geschmiedeten Klingen sind fertig. Da sind die geschmiedeten. Die Schlacht wartet. Können wir die schon mal damit ausrüsten? Menschen der Ritter. Ist Eomer da dabei? Ja, Eomer ist dabei. Gut. So. Reiter der Mark. Und noch ein Bataillon mit geschmiedeten Klingen ausrüsten. Holt eure. Und dann fehlen eigentlich noch die hier. Zack. Lasst uns Orks jagen. So, dann haben wir schon mal bei allen. Haltet die Augen geschmiedete Klingen, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, die hier haben noch keine. Doch, die haben sie jetzt.
Perfekt. Überall geschmiedete Klingen. Das ist schon mal was, dann statt mal die Bauern auch damit auskommen. Und ein bisschen mehr Schaden ist auch nicht schlimm. Also wieso stehen denn die hier vorne nicht mit dabei? Dürfen eigentlich auch verteidigen? Nein. Halt, stopp. Bei Fuß. So. Haben wir mal überall, wo was brauchen, geschmiedete Klingen. Das sind die frischen Bogenschützen. Seid bereit, Bogenschützen! Sie haben angegriffen! Bleibt wachsam! Machen wir mal so, stellen wir dahin. Bogenschützen! Bleibt bei mir! Ach, da kommen schon wieder welche. Reiter der Mann. Na dann, auf. Beeilen wir uns! Wir reiten! Es könnten Orks in der Nähe sein. Ihr wollt nicht schießen, oder was ist mit euch? Nur leichtes Gepäck. Zielt auf ihre Herzen. Sie haben angegriffen. Noch mal ein bisschen heilen hier. Okay, alles klar. So. Seid bereit, Bogenschützen. Also, die bewachen hier. Die. Bleibt bei mir. Ja. Haltet eure Bögen bereit. Wir alle müssen kämpfen. Haltet eure Bögen bereit! Hier entlang freisassen! So, dann machen wir es halt so. Lasst uns Orks jagen! Es könnten Orks in der Nähe sein! Wir dürfen nicht verraten! Sind die hier im Weg oder die stehen doch auch hier? Haltet eure Bögen bereit! Das muss nur leichtes Gepäck! Gut, so. Dies ist unsere Stunde! Ein bisschen würde ich es gehabt, aber gerne noch behalten. Da reiten wir gleich hin. Perfekt, können wir gleich alles fertig machen. Wir werden kämpfen! Schnell! Die stellen sich dahin. Und dann sollte das hier erstmal passen. Boah, die hauen auch schon ganz schön rein hier, du. Alter Falter! Unsere Truppen werden angegriffen! Echt? Sie alle nieder. Hab gar nicht aufgefallen. Lass ich immer kurz die Rüstung ist fertig. Sehr schön, darauf habe ich nur gewartet. Bleibt wachsam. Ist sie jetzt schon für jeden eigentlich? Ja. Männer Rohans. Die haben sie. Die Schlacht wartet. Die auch. Und was ist mit euch? Wachsam. Ja. Auch. Ja. Rohirrim. Perfekt, dann sind die nämlich fertig. Das neue Upgrade ist bereit. Holt eure Waffen. Weil. Holt eure Waffen. Die Schlacht wartet. Rang 2 sind sie schon alle. Sammelt euch, Jäger. Wir tun, was in unserer Macht steht. Wir werden kämpfen. Der Feind ist unter uns, Männer. Meine Freunde. Wir sind ein starkes Volk. Okay. Sammelt euch, Jäger. Kriegen die immer noch schwere Rüstungen? Lasst uns Orks jagen! So. Haltet sie von uns fern! Und nochmal. Was ist das dann? 300. Das kriegen wir aber auch locker hin. Mal kurz ein bisschen warten. Das können wir wieder abreißen. Da haben wir jetzt alles. Da bauen wir dafür nochmal ein Gehöft hin. Da bekommen wir nämlich mehr Ressourcen. Komm, so, zack. Gehöft. Und hier ein Stall. Menschen der Rittermark, wir reiten! Folgt mir. Und ich fürchte, wir lassen den da oben jetzt doch mal sein. Und holen uns den hier hin. Das ist nur das Auge, okay. Das Gehöft ist fertig. Die Stallungen werden noch gebaut. Hier holen wir uns jetzt gleich mal den Vorposten. Mit zwei Gehöften, die werden wir da hinbauen. Und ja, was noch? Das Bonusziel mit den 6 Göffen haben wir sogar schon, aber Rohstoffe kann man trotzdem immer gebrauchen. Wir können Stallungen nutzen, habe ich gerade gehört. Sehr schön. 420. Zack. Das will ich nämlich eigentlich auf alle Fälle auch noch haben. Da brauchen wir Stufe 2. Es gibt nämlich nochmal zusätzliche Rüstung, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, dort ist der Feind.
53. Und er greift schon wieder an da oben. Weiß nicht, der hat glaube ich auch keine Hobbys, der Feind. So. Naja. Schön einmal überall drüber reiten. Also wie hier. Dank der schweren Rüstungen halten sie jetzt auch ein bisschen mehr aus, wenn sie drüber reiten. Wo kommen die her? Wir sind bereit zu kämpfen. Feuerpfeile werden es mal, aber die können wir leider noch nicht machen, aus welchem Grund auch immer. Haltet die Augen offen. So. Oh, ihr bekommt schon mal sämtliche Upgrades. Haltet die Augen offen! Aber mit den nächsten Ressourcen, die kommen, nochmal Gehöfte. Macht euch kampfbereit! Go. Hauen wir schon nochmal drauf. Der Feind ist unter uns, Männer! Und einmal heilen. Ich trage das Banner Rohans. Wir reiten. Sehr schön, dann können wir nämlich noch ein Gehöft bauen hier. Wir sind bereit, können nicht noch mehr Soldaten befehligen. Oh, sind wir schon wieder an der Grenze. Das ist schade. Holt eure Waffen! Dann, ja. Ist das sehr schade. Dann muss ich irgendwie ein paar Bogenschützen oder so dran glauben. Ich glaube, dort ist der Feind. Bleibt so, die bekommen erstmal noch. Achso, Banner-Track-Upgrade haben sie schon. Das. Hier oben hauen sie schon wieder rein. Wir reiten. Sehr schön, so. Bleibt wachsam. Und nochmal Bannerträger-Upgrade. Ja, was machen wir denn dann da jetzt? Ich will das Ding eigentlich noch auf Level 2 kriegen, dass ich den... Die Schlacht wartet. Na gut. Rohans. Was soll's? Brechen wir auf. Die schicken wir jetzt dahin. Ich trage das Banner Rohans. Der Feind ist nah. Und dann werden wir vermutlich mal angreifen. Ich sagen. Wir werden angegriffen. Jagen. Haltet die Augen offen. Wobei die Reiterschilde natürlich schon noch cool wären. Ach komm, ja. Egal, wir haben rein. Beeilen wir uns. Da haben wir Zeit, wenn wir dann mehr Kommandos haben. Das Lager war jetzt wo genau hier. Verteidigt dieses Land. Für den König! Dann hauen wir hier jetzt mal ordentlich rein. Sie haben ihr Lager. Jagt sie aus diesem so, allererst mal die Uruk-Grube. Dann die Zitadelle. Ja los, haut rein. Dann die Dinger, die schießen, ist nämlich sehr, sehr ekelhaft. Fordert dieses Land zurück für den König! Sie haben uns schon so lange verspottet. Sie greifen nicht. Machen wir die noch weg und dann sind wir eh schon fast wieder weg. Sie haben uns schon so lange verspottet. Die Bonusziele hatten wir alle, gell? Jawohl, die hatten wir alle. Passt. Und ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Jawohl, das war's. Sehr schön. Westfold verteidigt, beziehungsweise wieder eingenommen. Die Elben werden diesen ruhmreichen Tag besingen. Wunderbar.
Sehr schön. Plus 10 Rohstoffe. Das war's auch schon wieder für diese Folge. Wie gesagt, eine Mission pro Folge habe ich ja so angepeilt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Einschalten. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge, was auch immer da dann kommt. Bis dahin, haltet die Ohren steif.